Kinderspielplätze. Sie brauchen künftig kein Genehmigungsverfahren mehr. Weiter geplant für weniger Bürokratie sind der einfachere Ausbau von Dachgeschossen für neuen Wohnraum. Keine Pflicht mehr für Autostellplätze beim Neubau. Die Kommunen entscheiden selbst. Vereinfachungen bei Ehrenämtern, leichtere Organisation und Anmeldungen von Vereinsfesten. Vereinfachtes Vergaberecht, keine Ausschreibungspflicht mehr für kleinere Baumaßnahmen. Und ich glaube, dass man schon sagen kann, es ist nicht nur eine Entbürokratisierungsmaßnahme im eigentlichen Sinn, sondern es könnte daraus auch ein kleines Konjunkturprogramm für die Bauwirtschaft erwachsen, wenn da einfach mutiger herangegangen wird, weil man weniger bürokratische Hemmnisse hat und weniger Dinge hat, die man noch bedenken muss. Ich appelliere hier auch an die Kommunen, hier großzügig mit den neuen Möglichkeiten umzugehen. Kritik kommt von der Opposition. Die Prioritätensetzung ist ein bisschen merkwürdig. Ich denke, der Ausbau der erneuerbaren Energien wäre deutlich wichtiger als der Ausbau der Swimmingpools in Bayern. Aber das ist halt die Prioritätensetzung, die die CSU so hat. Was er meint, Swimmingpools bleiben zwar teuer, brauchen aber auch künftig keine Genehmigung mehr, dank Entbürokratisierung.